Kietzstraße führt die Fahrt in die Barener Altstadt. Auf der rechten Seite befindet sich die frühere städtische höhere Mädchenschule. Sie wurde nach der Berlin-Kolonie Lehrerin Auguste Spengel benannt, die sie zwischen 1879 und 1902 leitete. Das Gebäude beherbergte bis 2002 ein Schüler- und Jugendfreizeitzentrum. Auf der linken Seite liegt das Mugezeum. Dazu werde ich später etwas sagen.